Wir reden hier ganz klar über Genres. Das sind die erfolgreichsten Genres der Welt. Da brauchen wir gar nicht drum rumdiskutieren. So. Es gibt jeder, egal die Top 50 Liste der besten und erfolgreichsten Filme aller Zeiten, sind alle Genrefilme komplett. Egal ob es um Superhelden geht, Menschen mit Superkräften, Batman, ein schwarzer Detektiv, der nachts als Fledermaus durch die Nacht, ne, Harry Potter, das Herr der Ringe, das sind alles ganz klassische Genrefilme. So, dass das die erfolgreichsten Genres sind, das wissen wir alle. Das Interessante ist, sie kommen nicht aus Deutschland. Aber ich finde auch, dass eigentlich das, was wir Genrefilm nennen, die Urform des Geschichtenerzählens imitiert. Also es ist einfach so, ich sehe mich ja wirklich in der Tradition, ich sag mal, wenn man bis zum Steinzeitmenschen zurückgeht, am Lagerfeuer abends gab es einen, der hat Geschichten erzählt. Und ich glaube nicht, dass der gesagt hat, dass zwei durch den Wald gehen und die diskutieren ihre Eheprobleme, sondern der hat dann natürlich... sehr, sehr schnell ein Monster mit in den Wald gesteckt, weil er gemerkt hat an seinem Publikum, dass sie viel gebannter zuhören, wenn es gefährlich wird. Ich war ja 25 Jahre lang Hochschullehrer und habe immer versucht, die jeweils neuen Generationen zu überzeugen, dass Emotion, Genre massenhaft gemacht werden muss, weil Kino ja Massenpublikum, für Massenpublikum hergestellt wird und nicht eben nur für meine Freunde und mich, wie das früher mal so gedacht war. Mit jeder neuen Studentengeneration kam das alte Thema wieder auf. Es gibt tatsächlich eine große ideelle Bindung bei Genrefilmemachern. Die haben wirklich eine andere Beziehung. Da würde ich nicht sagen, es gibt die Dramaliebhaber und die romantischen Komödienliebhaber, die machen das. Aber hier gibt es tatsächlich eine spezielle Bindung, das finde ich wichtig. Wir reden immer über 6 oder 7 so Beispiel-Genrefilme, die alle bei 100.000 stehen geblieben sind und reden in der Zeit aber von knapp 1.200 Filmen, die genau gleiche Zahlen und noch schlechtere Zahlen gemacht haben, die aber alle gefördert wurden. Und dass die stattfinden, ist ja dann okay oder was, weil die alle dann auf der Berlinale laufen? Ich weiß. Es muss auch scheitern dürfen, ein Genre. Du kannst nicht, wenn du nur einen Versuch hast, dann hängt alles auf diesem einen Versuch und wenn der dann misslingt, dann höre ich wieder die nächsten 3 Jahre, ja, Hell hat auch nicht funktioniert. Ne? Das ist einfach das Schlimme, wenn wir nicht in die Breite gehen. Das heißt, wenn wir nicht es schaffen, dass wir endlich mal 10, 12 Genrefilme im Jahr machen und dann, das weiß jeder erfolgreiche Produzent, weiß, dass er 5 Filme machen muss, damit einer Erfolg hat und Geld verdient. Auch was kommt aufs Poster, ja? Was wird dir da verkauft? Das muss klar sein, es muss was sein, zurück in die Zukunft, ja? Ich will das sehen mit dem Auto und diese Geschichte. Also wir brauchen auch sehr klare Bilder, weil wir eben vielleicht in den Bauch wollen mit diesen Geschichten. Und aber darüber wird tatsächlich nicht gesprochen. Mit dem Überwältigen, mit dem Bauch, das ist extrem verpönt bei Redakteuren. Da wird dann zum Beispiel in einer emotionalen Szene, wenn ich dann emotionale Musik auch mache, wird dann halt die Nase gerümpft und gesagt, unterfordere doch den Zuschauer nicht, ich möchte da selber drauf kommen, du zwingst mich jetzt da zu einem Gefühl, ich will nicht gezwungen werden und so weiter. Also das ist ja dann nicht, da geht es jetzt nicht darum, ob da ein Monster aus dem Schrank springt, sondern das geht schon wirklich los im kleinsten Details, im Schnitt, in der Musik. Und so weiter. Jedenfalls glaube ich, ist es eine Art von intellektuellem Hochmut, dass man Filme, die in den Bauch reinfahren, die einen packen, dass die nicht so wertvoll sind. Und das Dritte ist ganz klar, dafür ist auch Christian Albert ein gutes Beispiel, Genre ist die Chance, vor allem auch international wahrgenommen zu werden. Man kann die ganze Reihe der Regisseure, die das gemacht haben, also Sebastian Niemann, Oliver Hirschbiegel etc. etc., man kann sie alle nennen. Genre ist eine Visitenkarte, die einen wirklich auch sehr schnell in neue Höhen katapultiert. Das kann man mit Drama und mit Komödie in ähnlichem Bereich nicht machen. Da heißen Filme Plätze in Städten oder so, ne, und werden dann ausführlich besprochen. Ich meine, was ist das? Warum soll ich mir was angucken, was Plätze in Städten heißt? Ne? Das ist irgendwie, interessiert mich nicht. Aber das ist das, was gefeiert wird.